Tschüss. Einfach nochmal zur Sicherheit 5000 Narcotics mitgebracht. Ja, sicher, sicher. Wolltest du noch einen zweiten Gigatank oder was? Ich gehe jetzt mal hier ans Wasser und werde mal mein Trinkfläschchen füllen. Nein. Aber sicher das. Komo. Was denn das? Du trinkst doch nichts. Ja, sicher trinke ich. Komo, was hattest du gesehen? Eine Dame, Level um ja. Also eine Dame um die 40. Ja. Wenn ich dir sage, es ist ein Männchen um Level 8. Das hat Losty gerade schon gesagt, aber hier flogen mehrere Ketzer halt rum. Nee. Nee. Ich finde es schick, immer schicke üblich. Ruinen auf jeden Fall. Ja, die sind wirklich cool. Ricke Ruinen. Ich steige da am besten nicht drauf, nachher falle ich wieder irgendwo durch und dann ist der 6. oder 7. oder 8. tot. Okay, hast wieder Durchfall, ist auch blöd. Hast wieder Durchfall. Ich bin doch mal durchgefallen. Wie weit ist er eigentlich schon getankt? Ist er schon fertig? Sind wir gleich da? Ach, das geht ja tatsächlich sogar. Ja, ja, jetzt. Ich gedacht, es ist weniger. Ja, im Moment hat er ja auch die Kibbles. Was ist das überhaupt für ein Level? Da habe ich gar nicht drauf geguckt. 44. 44. Er hat dich zweimal getötet, er war zweimal Level 44. Ach so, stimmt, stimmt. Ja, vielleicht ist er ja aufgelevelt dadurch. Ich war wahrscheinlich ein wenig irritiert, als ich gestorben bin. Ein 81er Losty gekillt und also direkt mal noch 10 Level hoch. Wie ist das eigentlich? Warte mal kurz, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Diese Trank Darts, die sollen ja ein bisschen mehr hermachen, ja? Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen Level 1 Trike schieße? Das der Pendel sofort, aber instant. Sollte, ja. Und auch das zweite Ding. Also die sind, das war eine Mod, die einfach so frei zu kriegen ist, oder wie? Ja, ja. Hm. Okay, ja, aber die lasse ich wieder aufwachen. Die können... Wahnsinn. Das war ein Level 5. Also bis Level 5 kannst du so mit einem Schuss kannst du die schlafen legen. Ich glaube, das geht sogar noch ein bisschen höher. Ja. Ja, aber das ist... ist das nicht ein bisschen zu overpowered, oder? Also für einen Giga war es jetzt, gut. Dann sollten wir uns dann wirklich das zur Regel machen, dass wir halt eben so ab... Ja, eigentlich nur Giga und Ketzerl, dass wir da die... Munition einsetzen. Und bei den anderen die herkömmliche nutzen, oder? Ja, was wir auch machen können, wenn wir Tiere sowieso schon in der Taming Box haben. Ich meine, ob ich da jetzt die normalen Pfeile nehme oder genau. Die Superpfeile, vor allen ist Dingen, ja egal. Vor allen Dingen ist dann die Verletzung. Anspruchslos ist es auch. Bla, hi, moin, bla. Moin. Hi, hi. Hi, bla. So, aber nichtsdestotrotz, ich muss noch mal ein kleines Päuschen reinhauen. Ja, sollen wir es wieder so machen wie gerade eben? Dass wir euch auf Sendung lassen. Ja, lass mal drauf. Skudut, willkommen bei den Akrobaten. Vielen, vielen Dank für dein Follow. So mit Blick auf den Giga, so. Und dann mute ich mich mal kurz. Ich mache hier auch wieder ein bisschen Musik an und dann bin ich so in 5 Minuten spätestens wieder da. Genau. So machen wir das. Genau so machen wir das. Jo, bis gleich. Und nicht anders. Ich flieg mal zurück zur Base. Ich muss mir mal muss mich wieder ausstatten hier. Ja. Und guck mal, ob du vielleicht noch ein paar Ketzerleier findest. Ja. Die du umwandeln kannst. Ja. Wäre natürlich geil, wenn man den mit Kibbel komplett durchthemen könnte. Ja, gut. Vor allen Dingen wird es viel schneller gehen. Ja, ja. Das ist der Hauptaspekt. Und da würde wenigstens 20 Level dazu bekommen. Ja, ja. Wobei ich den Ketzal auch zu Ende getamed habe mit Prime. Mit Prime und der hat auch nur ein Level verloren. Ja, das geht ja. Bevor er 35 hat, dann 34 gekriegt. Ja, das geht ja noch. Sputut, der Server ist unser eigener, also ein inoffizieller.
war so typisch Noob. Ewig Quetzal fliegen und dann bist du mal auf dem Argentavis unterwegs und dann willst du im selben, ja, praktisch auf dieselbe Art und Weise was anschießen und steigst ab. Ja. Und fällst dann mal vom Argentavis. Wie lange dauert das jetzt, den Giga? Oh. So tame. Oh. Wie lange liegt er jetzt ungefähr? Uff. Keine Ahnung, 10 Minuten? Okay. So. Das sind wir wieder. Jo, also Quetzal-Eier haben wir keine mehr. Zumindest habe ich jetzt, bin jetzt alle Kisten abgelaufen. Da ist ja nichts mehr drin. Also, Taming-Rechner sagt ungefähr dreiviertel Stunde, 10 Minuten davon sind rum, das heißt, ungefähr noch eine gute halbe Stunde. Eine gute halbe Stunde braucht er noch, ja? Genau. Ja. Wie sind wir auf den Namen Akrobaten gekommen? Habt ihr das schon abgeklärt? Nein. Nee. Also bla. Wie sind wir auf den Namen Akrobaten gekommen? So. Es war so, dass wir vorher schon uns kannten und halt eben sehr viel zusammen gespielt haben. Das fing damals an mit einer Rennsimulation, wo wir zusammengefunden haben. Und dann sind wir halt eben angefangen, Minecraft zusammen zu spielen und solche ganzen Geschichten. Und haben dann Ark entdeckt. So. Und dann war uns aber eigentlich schon klar, dass wir irgendwas mit Ark auf die Beine stellen wollen. Das heißt, YouTube. So, zuerst war es halt eben nur YouTube. Ja, wir machen YouTube. Und dann ging es darum, ja, was suchen wir uns für einen Namen aus? Und ja, hatten wir es letztens, glaube ich, noch, ne? Die zwei lustigen drei oder was hatten wir dann, ne? Das ist alles Jacke wie Hose, wäre nichts gewesen. Und irgendwie sind wir dann auf den Namen Arkrobaten gekommen. So, gut, das nagelt uns jetzt wahrscheinlich so ein bisschen drauf fest, dass viele denken. Edem Let's Play. Jetzt hab ich's aber. Edem Let's Play. Vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß im Stream wünsche ich dir. Gut, zum Thema zurück. Es ist so, dass wir, dann halt eben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen diesen Slang wegkriegen.
Ja, die machen nur Arc. Das stimmt aber nicht. Wir werden nicht nur Arc machen. Wir werden überwiegend Arc machen. Das stimmt. Also solange bis uns das Spiel irgendwann mal zum Hals hinaushängt, werden wir Arc machen. Definitiv, weil es einfach geil. Und ja, dementsprechend sind wir dann auf Akrobaten gekommen. Und es wird aber bei uns im Channel auch Minecraft geben. Es wird bei uns im Channel akrobatisch angezockt geben. Wo wir halt eben wirklich Spiele spielen, die gerade rauskommen. Oder welche, die halt eben auch mal frei bei Steam zu kaufen. Also die du nicht kaufen musst, die du einfach mal frei spielen kannst. Braver. Ja. Also heute sind Namen, glaube ich. Gute Nacht, Athena. Ja, ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Nein, vielen Dank für deinen Follow. Gute Willkommen Nacht, bei den Akrobaten. Viel Spaß im Stream wünsche ich dir. So, Athena, gute Nacht. Und ja, wie gesagt, bei uns wird es akrobatisch angezockt geben. Es wird halt eben noch viel bei uns auf die Beine gestellt. Wir haben einen eigenen Server, einen eigenen Stream-Server, wo wir im Moment drauf sind. Und einen eigenen Public-Server für euch. Mit Ausrufezeichen Server könnt ihr halt eben auf diesem Server joinen, Spaß haben, es sind schon einige Tribes da. Und ja, Ausrufezeichen TS, habt ihr auch das passende TS dazu. Demnächst wird es dann noch wahrscheinlich einen Survival of the Fittest Server geben, weil die halt eben von der Community auch schon, weil da viel nachgefragt wurde und da haben wir uns gedacht, komm, warum nicht? Die Ressourcen sind da, also können wir das Ding quasi auch auf die Beine stellen. Ja. Morgen ist zum Beispiel ein Public Stream, wo wir mit unserer Community streamen werden. Und der wird auf einer Total Conversion beginnen. Total Conversion Otherworld haben wir letztens angezockt und fanden das ganz witzig und die Community halt eben auch. Und dann wollen wir das halt eben morgen mit euch zusammen mal anzocken. So, und anschließend gehen wir auf den Public Server, wo wir dann mit euch noch ein paar Stündchen spielen. Es wird noch vieles passieren. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden und eine richtig geile und spaßige Community aufbauen, die mit uns halt eben wirklich Spaß hat. Und mit der wir Spaß haben. Und mit der wir natürlich auch Spaß haben. Aber das ist schon mal Fakt. Also ich glaube, so geil wie das jetzt die letzte Zeit lief, kann man mit euch richtig, richtig viel Spaß haben. Also es ist noch nicht einmal irgendwas gewesen, dass man sagen konnte, okay, scheiße. Ne? Also es war richtig klasse bislang. Das ist toll. Das ist einfach klasse. So macht das Spaß. So soll es sein. Ja, ja, genau. Ich habe übrigens noch eine Verbesserung für die Benennung Ertragsleben, Ertragshaltbarkeit. Ertragshaltbarkeit, ja. Was? Ertragshaltbarkeit? Okay. Ja. Ich schaue mir da oben mal ein bisschen die neuen Ruinen auf das Valhalla. Das ist ja die Haltbarkeit ist ja, wie lange du zum Beispiel auf Bäume oder Steine draufhauen kannst, bevor die dann wirklich kaputt gehen. Und ich finde es dadurch, man hat zwar mit einem Schlag nicht so viel, aber ich finde es realistischer, wenn man da länger drauf rumhauen kann. Also genial. Ich zacke zweimal auf so einen riesigen Stein, das ist ja auch irgendwie blöd. Okay. Ja, Sputut, wäre cool, dich auf unserem Server begrüßen zu können. Ja, auf jeden begrüßen. Fall. Begrüßen. Auf jeden Fall. Fang ich hier auch schon so an. Webi Sano. Das ist ansteckend. Ey, also das sieht ja nun mal nicht gerade. Also der Bronto tut mir richtig leid hier. Ja, warum? Ja, guck dir den mal an. Ich weiß nicht, wenn ihr. Guck mal, hast du einen Stream gerade mitlaufen? Er hängt gerade wieder bei mir. Dann guck dir den Bronto mal an, der tut mir richtig leid. Der ist. Och, der steckt halb in der Wand fest. Das ist doch. Das muss doch wehtun. Ja, also ich werde den mal schlafen. Ja. Guten Nacht, Bronto. Guten Nacht, Schuss setzen. Jetzt schläft er. Da hinten auch einer. Ja, guck dir das mal an. Das ist nicht also eine Wand, sondern ein anderer Bronto. Ich fängst du jetzt an, Mitleid zu entwickeln. Ich bin der Bronto-Retter jetzt, ja. Du bist der Bronto. Retten, schlafen, legen, töten. Ja, gerettet. Ja, das ist. Guck dir das mal an. Hey, guck dir das mal an, wie der sich quält hier. Guck dir das mal an, das kann man sich doch nicht mehr anschauen, oder? Also der Giga ist tatsächlich gleich 60% fertig. Yay! Das sieht irgendwie. So. Der steht da komisch. So, also einen Kibbel konnte ich noch machen.
Ein Kibbel. Ein Kibbel konnte ich noch machen. Wie viel hat er noch? Eins. Also das heißt, dann muss ich mich auf den Rückweg machen. Ja, wäre ganz angebracht. Bei vielen anderen sind die Basen zerstört worden durch die Ruinen, okay. Na dann, wir mit unserer Base auf der Insel ziemlich gut. Ja, Sputut, Valhalla hat ein sehr großes Update erfahren. Es gibt viele Ruinen, die fliegende Insel wurde etwas überarbeitet. Messina, weißt du eigentlich, ob die Fantastischen Vier, ob die davon betroffen waren? Ist da irgendwie bei dem Wasserfall auch was passiert? Athena ist gerade schon auf. Elinia, Entschuldigung, ich Elinia. Ja, Sputut, kam gestern Abend das, gestern Morgen das Update? Auf jeden Fall gestern irgendwann. Gestern was zur Hölle ist das? Was ist das? Das ist... Die Arena haben wir schon gesehen. Mia. Schau mal hier, das ist ein Bug. Die haben hier, das sollte wohl irgendwie Rankengewächs sein, was da hochgeht, aber das hat keine Textur drauf. Oh. Sieht ein bisschen steinig aus. Auch interessant. Ja, hier, überall so, noch. Er hat jetzt das letzte gerade gefuttert. Okay, ich bin unterwegs. Dann nimm ihm halt erstmal das andere raus, oder? Nee, dann verliert er Efficiency. Wenn angefangen hat zu futtern. Dann lass ihm das Prime. Dann lass ihm halt das Prime. Ja. Ich bin leider. Wir werden sowieso Prime brauchen. Doch, die Arena haben wir gesehen. Oder später ist es egal. Die Arena haben wir gesehen hier. In der Floating Island, ja. Da hat Elinia uns drauf aufmerksam gemacht. Okay. Ich mag die Brontos ja eigentlich. Ich finde die so gigantisch groß und cool, aber... Tiger sind größer und besser. Ja. Ich mag die Gigas eigentlich gar nicht so. Hey, hier ist ein Ketzerl. Also seit wir genügend haben, finden wir immer mehr davon, oder? Kann das sein? Ja. Ansonsten das war doch schon immer so. Pass mal auf, jetzt laufen uns ab morgen die Gigas nur so... In Massen entgegen. Ja. Das sind dann Herden, Giga-Herden, die wir dann haben. Kommen wir dann morgen auf unseren Server und auf unserer Insel alles, stehen 10 Gigas. Giga-Gugu-Gagas. Also was wir definitiv brauchen, was ist das überhaupt? Männchen oder Weibchen, was wir da jetzt gelegt haben? Giga. Das ist ein Giga. Das ist ein großes Männchen. Female. Ein Female. Female. Da brauchen wir noch ein großes Männchen dazu und dann passt das. Ein 44er Female. Dann können wir unseren ersten Giganotosaurus-Nachwuchs züchten. Toll. Gigas für alle. Gigas für alle, ja genau. Gigas für alle, das wird geil. Wir machen eine neue Organisation. Schade, dass du dir keine Ketzal-Plattform bauen kannst, mit der du den Giga transportieren kannst. Ja. Aber ich frag mich, warum der mit so wenig Torpor da rumlag. Wer? Der Giga. Weil so viel verliert er nicht und wir waren ja auch nicht lange weg. Hattet ihr eigentlich die anderen Kibbles noch wiedergefunden, die ich mit hatte? Nee, Kibbles nie. Doch. Was für Kibbles? Nicht schon wieder Kibbles? Nein, ich krieg das gerade durcheinander. Natürlich, ihr hattet die zweite Leiche von mir auch gefunden, oder? Nein. Nö. Hattest du da Ketzal-Kibbles drin? Nein, Ketzal-Kibbles hatte ich da nicht drin. Ich habe aber. Nee, in der zweiten Leiche war gar nichts drin. Nein, ich hatte das dritte Mal, hatte ich bloß 50 Schuss. Von der blauen Munition mitgenommen, so war das. Ich bin schon total kibbelverrückt, weißt du. Ich verliere davon immer so viel. Hey, der ist ja etwas durch. Was ist denn nun los? Hallo? Wer greift dich denn jetzt an die Linie?
Ach, hier, die wieder. Warte kurz. So. Insektikusse. Ja. Okay, jetzt meintest du. Trike, ich hab's nur gut gemeint. Jetzt meinst du hier wieder loslegen zu müssen. Jetzt kommst du natürlich auch noch an. Selbstschuld. Oh, jetzt du natürlich auch. Hier geht jetzt die Kette weiter. Ist noch einer in der Nähe, der jetzt gleich. Der Team kann was abschießen. Will. Wer will noch kann mal, wer hat noch nicht. Lustig. Naja, jetzt hat's. Guten Nacht, Mia. Nacht, Mia. Guten Nacht, Mia. Guten Nacht. Naja. So, haben wir schon einen Sattel für den Giga? Nein. Soll ich den leeren? Ich habe noch ein paar Engrams frei. Ich brauche keine Suppe mehr trinken. Ja. So. Giga doch cool. Alter, ich sehe gerade. 140.000 Leben hat der Gute. Ja. Giga-Sattel, erster Level 85. Doch komm. Ach komm, lustig. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Wie bekommen wir denn da überhaupt hier weg? Ja, keine Ahnung. Ja, followen. Ja, followen, genau. Ja. Und dann langsam fliegen und immer nach hinten gucken. Dann followt uns ein Giga. Sehr schön. Und wow. Sag mal, legst du eigentlich alles hier hin, was hier... Ja, das war ein Trike. Ein Schuss mit der neuen Schrotze und der schläft. Toll, wie ist das denn dann, wenn du dann irgendwie mal so... Ja, toll. Deadman. Was denn? Das hat nicht nötig getan, oder? Warum? Weil ich jetzt liege. Hä? Oder war das Komo? Ich habe auf das Trike geschossen. Dann war das Komo. Ich bin beim Giga. Ja, genau. Am Ende war ich's gewesen, nur weil ich aus Versehen gerade die Waffe gezogen hatte. Ja, genau. Genau. Warum schläft Lusty jetzt hier irgendwo? Hi, Captain Over. Captain Over, nice. Irgendwo, so weit hinterm Trike. Also mit dem Ding kann man auch echt gut auf Distanz schießen. Gibt's eine schnelle Art, Tiere zu zähmen? Ja, also... Mit den Stimberries, das ist so eine Sache. Wir haben das auch schon ein paar Mal ausprobiert. Die Stimberries sind... ja, natürlich mögen wir Follower-Schlappi, auf jeden Fall. wir hatten es gerade, Giga-Followen zu lassen. So, weil wir noch keinen Sattel machen können. Wir sind erst ab Level 85, dementsprechend muss der Giga uns followen. So, und da haben wir da gerade ein paar Späße gemacht. Das galt jetzt nicht dir, Captain Overnight. Nice. So, es ist jetzt so. Also schneller Tame funktioniert mit diesen Stimberries natürlich, aber dann ist es natürlich, läufst du immer Gefahr, dass die schnellstmöglich auch wieder aufwachen. So. Also ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob das wirklich so viel, so bringt. Viel schneller genau. ist. Es gibt eine Geschichte, also, was du natürlich machen kannst, wo es dir dann zeitlich ist das total egal. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du zuerst so ein bisschen aushungern lässt, ja? Und dann kommt dir das zeitlich gesehen nicht so lange vor. Das heißt, du drückst ihm ordentlich Narkotics und machst dann erstmal ein paar andere Sachen. Baust vielleicht irgendwie ein bisschen was drum zu, dass sie nicht gerade angefressen werden, die Tiere, die du da flach gelegt hast. Und dann lässt du die Tiere erstmal ein bisschen aushungern. Und dann packst du irgendwann kurz, bevor der Foodbalken mehr oder weniger fast am Ende ist, packst du denen was rein und dann hast du die eigentlich ziemlich schnell durch. Noch eine Möglichkeit gibt es, wenn du Einfluss auf den Server hast, dann stell die Taming-Effizienz einfach höher. Ne? Also wir haben sie hier, ich glaube, dreifach gestellt. Dreifach haben wir. Ja. Und es dauert natürlich immer noch seine Zeit hier. Es ist nicht, nicht ratzfatz. Aber es macht halt eben Spaß so. Und bei uns, also Ausrufezeichen Server, hast du gerade auch im Chat gesehen. Das ist der Public Server von uns. Da ist die Taming-Effizienz auch auf dreifach gestellt. Da geht es dementsprechend auch ein bisschen schneller. Also wenn du mal Bock hast, guck da gerne drauf. Zugangsdaten findest du hier im Chat. Also auch mit den Stimberries, es ist, wir haben das probiert, aber es ist anstrengender. Wir packen auch nur von Anfang an das Futter rein, am besten Kibbel. Genau, so machen wir es auch immer. Was wirklich viel Zeitersparnis bringt, wenn du die Kibbles passend hast. Ja, Kibbles bringen wirklich was. Das bringt viel, viel Zeit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den
können wir mal ein bisschen Holz farmen hier. Jetzt gerade mal hier rumstehen. Wenn wir jetzt den Giga mit Kibbel komplett getamed hätten, wären es 39 Minuten ungefähr gewesen auf dem Server. Hätten wir Kibbels braucht man für ein Schwein, ja. Das stimmt hier, Stimberries braucht man für ein Schwein, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Dann hast du ordentlich Dunk. Wenn man das Ganze nur mit normal Prime Meat gemacht hätte, wären es 3 Stunden. Anstatt 39 Minuten. Das ist schon ein extremer Unterschied. Aber niemand will irgendwem 3 Stunden beim Giganotosaurus tamen. Und dementsprechend haben wir das halt eben höher gestellt, weil. Eben. Nee, das ist auf dreifach. 3 Stunden, wenn du nur Prime hast. Das ist schon auch auf. Genau, Spieltut. Das ist die Adresse, da findet man das. Ja, dann schlaf gut. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Haben wir noch genug Prime? Ja, im Giga ist genug drin. Ja, da sind 14 okay, Stück drin. Ich glaub 9 brauchten wir noch dazu. Ich hab den Stegen gelegt. Ja, nette Geräusche. Na gut, ich vertrink da ein bisschen viel auf einmal. Ja, den stößt das oft von den vielen Kibbles. Nee, ich hab ihm gerade wieder 100 Narcotics gegeben. Auf vanillanen Biber. Meine ja. Oder hatten wir doch? Was, jo? Auf Island auf Valhalla. Biber gefunden. Auf Valhalla? Haben wir auf Valhalla. Ich hab Vanilla gelesen. Vanilla Island. Ja. Was lest ihr heute? Ich hoffe, ich mal größere Monitore. Ist schon spät. Valhalla. Valhalla ist eine Mod. Ist eine Karte aus dem Workshop, die aus der Community kommt. Das haben irgendwelche aus der Community gebaut. Diese ganze Valhalla-Geschichte. Und die kannst du halt eben so als Mod auf den Server laden. Du kannst dann anstatt auf Island, kannst du auf Valhalla spielen. Ist 2 bis 3 mal so groß wie Island. Und meines Erachtens viel detailreicher. Ja. Viel größer. Also wenn Island ziemlich schnell langweilig geworden ist, oder wem auf Island ziemlich schnell langweilig geworden ist, aufgrund der Größe der Map, der hat doch Valhalla wesentlich mehr Spaß. Ja. Gut, ich will damit die Island Map nicht irgendwo schlecht machen. Nee, weil die hat schlecht. Die hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist halt eben hier auf Valhalla ist ein bisschen mehr. Also da ist die ganze. Ja, das ganze Feine zum Detail ist irgendwie geiler, ja. Und auch die ganze Landschaft. Gut, wenn man auf einmal eine fliegende Insel sieht, dann sagt man, ja, ist nicht sehr realistisch, aber gut, solche Arcs, die irgendwo in der Luft hängen, sind auch nicht gerade realistisch. Nee. Ja? Also für einen 59er Trike habe ich jetzt 2 Schuss gebraucht. Okay. Also das Ding ist wirklich OP, also ist fast schon zu viel, wenn ich ehrlich bin. Naja, für solche Sachen wie der Giga hast du ja gesehen, der brauchte dann doch ein bisschen mehr. Und bei unserer... Ist schon klar, aber ich meine, das ist ein 44er und ich meine, wir haben, naja, ein bisschen mal drauf geschossen. Also ich erinnere mich, als wir auf dem Public-Server den Giga gelegt haben, das war ein kleinerer. Ja. Das war richtige Arbeit. Ja, natürlich. Weil das war nicht mal eben so hinterherfliegen und eine gute Position und dann schießen, sondern das war schon mehr Arbeit, definitiv.
Ja, das ist klar, aber wenn ich jetzt überlege, der ist schon wieder zwischendurch ins Wasser gerannt. Alles. Oh, wie geil sieht denn das Kalk aus? Ja, guck mal, der schläft sogar schon. Wie geil sieht denn das aus? Welches Trike? Hier vorne Willst du oder? den Themen? Das hier. Oh, ja, richtig. Willst du einen Themen oder was? Na komm, Kane. Ist das ein Female? Ist sogar ein Female. Ja, dann. Oder ein paar Major Berries rein, gut ist. Ja, ich habe Zitronal reingedonnert. Zitronal, sehr schön. So, Melinda, dann kann Muss ich. ein bisschen Narcotics reinhauen. Da habe ich nichts. Ich habe noch 6 Schuss. Hier ist noch ein Weibchen in Grün, Kommo. Ein Weibchen im Grünen. Nee, danke. Ja, so ein Trike, meine ich. Sputut, du kannst bei Steam, wenn du rechte Maustaste auf das Zeichen unten rechts in deiner Taskleiste machst, dann auf Server gehst, dann kannst du da unter Favoriten den Server hinzufügen, die, mit den Daten, die hier drin stehen. Und da, wenn du das gemacht hast und dann im Arc bist, bekommst du den auch unter Favoriten angezeigt. Das ist die einfachste Variante. So, jetzt will ich noch mal gucken. Also, ob die wirklich so overpowered ist. Ja, die ist OP. Also, ich meine, ein Trike, ein Okay, 47er Trike ich habe jetzt ein Stego Level 16 mit 2 Schuss. Ja, hätte wahrscheinlich einer gereicht. Nee, 2 musste ich schon. Er fing nach dem ersten Okay. noch richtig an zu laufen. Okay, Da musst du nur ein bisschen warten. Kummo, was hältst du denn davon? Du bist doch unser Special Man für Mods, dass du vielleicht mal so eine Sniper entwirfst und die dann Ja, die aber, nicht mehr ganz so OP die ist. nicht mehr ganz so OP ist, die dann abgeschwächt ist. Die halt eben, Also die kann ja auch das. genauso sein wie die normalen Trank Darts, nur dass die halt Richtig. eben das Magazin hat, wo du dann mehr hintereinander wegballern kannst. Da Richtig. dürfen dann auch ruhig 15 Ja. drinne sein und keine 9. Aber das wäre vielleicht mal eine geile Genau. Geschichte. Na, ich mache dann wahrscheinlich etwas bessere Arts, die dann aber auch entsprechend teurer sind. Ja. Also rein von der Stärke her ist eigentlich ganz okay. Das müssen wir mal Ja, do durchsprechen. doppelt so stark, dreimal so teuer. Ich habe da eine geile Idee. Okay. Gut. Das willst du nicht wissen. Und das integrierst du dann in die Akrobaten-Mod, oder wie? Ja, das bastle ich da schon rein, das ist kein Problem. Sehr schön. Was hält die Community davon, von sowas? Ja. Eine Sniper, Ja, mit der das man muss etwas sein. einfacher campen kann. Also eine Stack-Mod haben wir schon in der Akrobaten-Mod mit drinne. Ein besserer Refining Forges drinne. Ein besserer Fabricator ist drinne. Vor allen Dingen auch ein platzsparender, der. Briber. Jetzt habe ich es richtig raus. Ja, Briber. So heißt er. Okay, wir sollen dem Giga mal lieber noch ein bisschen was nachschütten. Ja, nee, da habe ich gerade was Okay, nachgeschoben. Ist alles gut. Briber hat schon Aber mal hier ein Let's Play gesehen, wo der Giga dann ganz schnell wieder wach war. Und der Narkoseball im ja, letzten. ist auch Ja, vielen Dank für den Tipp. Bevor wir hier ist nachher auch noch schon auf ein 20.000 Topper runter Fiasko erleben. gewesen. Aber Da ist Der er, ist da eh ist er, durch, da der ist ist durch, er. jawohl. Sehr geil. So, haben wir denn jetzt schon einen Namen für den? Nee. Da ist das Ding. Habt ihr einen Namen, einen weiblichen Namen für einen Giga? Einen weiblichen Namen für einen weiblichen Giga? Bin klar Ja, wieder das stimmt, das stimmt. Glänzgenusswurze. da. Moin, moin. So, Ja, richtig. Lenz, genau. Aber das ist jetzt ein 44er, da ging das schon. So, da ist der Riese. Ja, wie nennen wir ihn denn jetzt? Habt ihr einen Namen? Brunhilde. Brunhilde, okay. Sasu. Sasu Brunhilde. Brun-Sasu-Hilde. Ich würde Sasu Brunhilde machen. Dann machen wir Sasu Brunhilde, ja?
Genau. Sasu Brunhilde. Sehr schön. So, unser So, Giganotto Digga. ist benannt, Batman. Ja. Sasu Brunhilde. Die Community hat entschieden, Sasu Sasu Brunhilde. Brunhilde. Ja, Brunhilde finde ich doch in Ordnung. So, Komo, nimmst du das Ding in Schlepptau? Ja, ne? Ja, Party Hard, das ist unser Server. Und Ausrufezeichen Server, da siehst du dann auch die Zugangsdaten für den Public Server, wo du auch drauf joinen Ah, kannst. Wenn du Bock Deadpool. hast. Ja, da bin ich auch für. Danke für den Vorschlag. Also, wenn wir jetzt das Männchen dazu kriegen, dann nennen wir den Deadpool, Ja, aber der müsste dann schon rot-schwarz sein. ja? Ja, den Ja, pinseln wir dann zur an. Not färben wir den rot-schwarz. Den pinseln wir dann Das ist an eine den gute nächsten. Idee. Also, Party for Hard, wenn du, genau, hast ja jetzt schon gemacht. Da kannst du auf unseren Server drauf, ist ein bisschen hochgestellt. Also einige Sachen, aber nicht zu hoch, so wie bei uns halt eben auch im Stream-Server. Sind schon einige Leute da. Der Server Das ist PvE. PvE. Genau. Sind schon einige Leute da, einige Tribes haben sich auch schon gebildet. Und du kannst, mit Ausrufezeichen TS kannst du zum Beispiel auch noch den passenden TS-Server dazu kriegen. Wo du dann nur Bescheid sagen musst, dann kriegst du auch deinen eigenen Tribe-Channel, wenn du möchtest. Oh, sieht das geil aus, wenn ich den hier von unten beleuchte. Drauf joinen und Spaß haben, sage ich nur. Ja, schöner Giga, würde ich sagen. Schöner Giga. Wie viel sind da so drauf? Ja, also zu Glanzzeiten, wo ich geguckt habe, waren, ich weiß nicht, ich glaube 16, die ich gesehen habe, die auf einmal so irgendwie drauf waren. Ich mal geguckt habe, aber es sind eigentlich permanent immer welche drauf. Da kannst du am besten mal die Linja fragen, die ist Zuschauerin der ersten Stunde und halt eben auch, ich glaube, auf dem Server sein der ersten Stunde. Also die ist auch sehr oft drauf. Das ist aber eigentlich immer gut was los, Batman, oder? Linja? Ich glaube, der ist im Moment na, schon ganz heute gut war wohl nicht angekommen. so viel, aber sonst ist eigentlich auch immer, egal wann ich drauf gucke, immer mindestens drei, vier Leute. Und wie gesagt, der läuft jetzt Kann seit aber wann noch läuft besser der? werden. Seit wann läuft der? 1,5 Wochen. Ja. Der Dino-Count-Multiplier ist auf 1. Das wurde mittlerweile bei Valhalla wieder gefixt, dass der hochgestellt werden musste. Und es ist hier trotzdem noch einiges los. Definitiv, ja. Was machen wir mit Deadman, dem wolltest du Trike? dich. Das zähm ich und dann komme ich nach. Gut, ich Okay. fliege da mal vor zur Weil Base. ich würde sagen, ihr fliegt mit Sasu Brunhilde vor. Sasu Brunhilde, es ist Ja. auch ein Name, ey. Weil das Trike, das kriege ich. Das kriege ich mit. Sasu Brunhilde. Muss mal überlegen, wie wir da am besten fliegen oder laufen, erst einmal. Ich weiß es gar nicht, auf was ist sie eigentlich gestellt? Wahrscheinlich noch auf Attacking Target. Okay. Jetzt backe ich im Giganotto. Jetzt backst du mal im Giganotto. Du Weil er musst so höher schnell fliegen. ist. So. Hier ist noch einer. Hier oben ist noch einer, wenn ich euch das mal sagen darf. Nein. Doch, hier oben, gleich oben links steht einer, der backt gerade da irgendwie Und ich komme hier gerade nicht weg. mit dem Ketzer Ich komme. zusammen. Ich schau mal kurz, was das für einer Tatsächlich. ist. Das bin ich. Das ist Deadman. Ach, verdammte Hier ist Scheiße. noch einer! Hier ist noch einer! Das Leg den sah Schlaf! Leg den Schlaf! Los, los, los! von unten wirklich so aus. Ohne Scheiß, ich hab die Beschriftung noch nicht gesehen. Der kämpft sogar mit dem Ich war jetzt, ich Ketzer! war jetzt gerade so. Ich Was hab nur gedacht, nimmst du das für kannst doch Zeug? nicht sein. Warte mal. Ich Was nimmst du für Zeug? Oh, Ja, lustig, aber echt geil. fail, ey. Ja. Ich dachte schon, Guck mal, ja, wo. der heißt Sasu Brunhilde, der Der ist schon Giga. voll Leg den benannt, den können wir so mitnehmen. Sag mal, kommst du da nicht aus Lustig. dem raus oder wie? Nee, Ich ich komme da pfeife nicht mal den weg. Giga an, Ah. warte kurz. Versuch denn mal Ich irgendwie. pfeife mal den neuen Giga an, den ich gesehen habe. Oh nee, scheiße, scheiße. So, komm mal her. Der war.
Wie sind denn die Stats von dem? Also ich habe okay, gesehen, der war jetzt richtig gut. Ja, vielen Dank. Der war richtig gut. Sehr, sehr ich schön. Ich hatte gesehen, 140.000 Leben. So, hier, nimmst du ihn wieder in Schlepptau? Die anderen Sachen weiß ich jetzt aber nicht mehr auswendig. Waren aber doch zum Teil niedriger, als ich erwartet hatte. Losti, das war ein Oberfehl. Ihr habt das doch selber gesehen. Es war noch keine Beschriftung dran. Das sah wirklich sehr, sehr komisch aus. Und ich dachte, Deadman, der wäre auf der anderen Seite rumgelaufen. Ach, ja, ich wähle die sichere Variante, hier mal lang zu gehen. Nein, nein, nein. Könnt ihr gleich nochmal schauen, was der für Stats hat? Ja, schauen wir gleich mal. Schauen wir gleich rein, Lenz, auf jeden Fall. So. Deadman, hier rechts rüber, sonst bist du gleich im Sumpf. Ja, ja, ich weiß, ich will nur nicht, dass er durchs Wasser muss. Jetzt bist du nicht Sumpf. Nur am Ufer lang. Sumpf mit PF, oder wie war das denn? Sumpf. Achso, das sind Brontos, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Wo kommst du denn am cremigsten runter hier? Hier sieht's, glaube ich, noch gut aus. Hier kannst du richtig schön runter. Hier ist ein T-Rex da unten. Den lege ich mal. Wird schlafen, dass der halt eben. Ja, aber die Sniper hier, die müssen wir definitiv austauschen. Oh, die ist. Die ist so. Ach nee, komm, die Frontos machen das schon mit dem. Deshalb wollte ich die auch mal ausprobieren, wie die so ist, die Sniper. Also, das Gewehr an sich ist ganz cool. Die ist ja auch bisher nur auf diesem Server. Ist das beim Giga wirklich so, dass die Stats beim Tamen abnehmen? Inwiefern? Ja, schreibt, fragt Lenz gerade, weil er sonst einfach zu OP wäre. Das war zu Anfang der Fall. Dass der Giga tatsächlich stärker war in der wilden Form als getamed. Das haben sie aber mittlerweile wieder geändert, indem sie ihn insgesamt etwas abgeschwächt haben. Deadman, wir müssen jetzt komplett rumlaufen damit, ne? Wohin? Ah, nee. Scheiße, wir müssen ja gar nicht rumlaufen damit. Du musst müssen mit dem durchs Wasser. Ah, nein. Du müsstest dir mal den Megalodon schnappen und das Wasser zumindest so weit absichern, dass der rüber paddeln kann. Ja, fliegst du mal denn da vorne hier bis zur. Ich bin schon unterwegs bis dahin. Bis zur Ecke, ja? Also bis vorne zur Ecke, dass wir so den direkten Weg haben rüber, ja? Also ich versuche, hier, pass auf, Losti, da wo jetzt unsere Rafts stehen. Genau, an der Seite. Da, auf der Seite gegenüberliegen, weil das ist die kürzeste Verbindung. Ja, das ist der kürzeste ich flieg Weg dann jetzt zur Base, hol mir dann... Ja, Tauchanzug brauche ich, glaube ich, nicht. Ich will ja nicht tauchen, ich will halt eben... Mit dem Megalodon durchs Wasser schwimmen, das ist nicht tauchen. Genau. Weil ich sehe hier zum Beispiel einige Megalodons. Ja, und wenn das nicht funktioniert, müssen wir Brücke bauen, denn dann müssen wir wieder eine Brücke bauen. So. Kraut ist heil. Ich lasse den Giga mal stehen am Ufer. Ja. Geh mal kurz rüber. Okay. Ja, der steht mir zu unsicher da. Steht zu halb im Wasser, das gefällt mir nicht. Ich stell den lieber an Land.